بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Vor einigen Jahren war ich in Mekka gewesen bei Hajj oder Umrah. Auf jeden Fall, da habe ich einen Sohn von einem ziemlich bekannten Sufi-Sheikh aus Deutschland getroffen. Und es ging da um Tawassul. Das heißt, dass man Tote beispielsweise darum bittet, entweder direkt darum bittet, dass sie einem etwas geben, etwas bringen, oder darum bittet, einem die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala zu überbringen. Man sagt zum Beispiel dem Toten, bitte Allah darum, dass er mir dies und jenes gibt. Und das ist eigentlich einer der entscheidenden Unterschiede zwischen den sogenannten Salafisten und anderen Muslimen, dass wir glauben, dass diese Form von heiligen Verehrung verboten ist im Islam. Und Ibn Taymiyyah sagt in seinem Buch Majmu' Fatawa, Al-At'iyya al-Bid'iyya al-Maratib al-Thalath. Das heißt, die Bid'a-Dua in drei Stufen. Und da zählt er die erste Stufe auf, dass man jemand, einen Toten oder einen Abwesenden von den Propheten oder den Rechtschaffenen oder anderen, um etwas bittet, indem man sagt, Arithni, Ya Sayyidi Fulan, Arithni, Odo so und so, rette mich, wa nahwa dhalik, oder ähnliches. Und dann sagt Ibn Taymiyyah, Fahadha huwa shirku billah. Dies ist der Schirk, also der Polytheismus in der Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber dem allmächtigen Gott. Dann sagt das zweite ist, dass man zu einem Toten oder Abwesenden von den Propheten oder Rechtschaffenen sagt, bitte Allah für mich oder bitte Allah für uns oder frage Allah um etwas. Und dann sagt er, فهذا عين لا يستريب عالم أنه من البدع التي لم يفعلها من سلف الأمة. Dann sagt er, es ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat, dass dies zu dem Bidda gehört, die Salaf, die ersten Generationen der Umma, nicht gemacht haben. Dann sagt er das Dritte, dass man sagt, O Allah, ich bitte dich bei der und der Person oder bei dem Status dieser Person bei dir, فَهَذَا عَيْنْ مَنْ هِيُنْ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنِ السَّحَابَ. Er sagt, das ist auch verboten und nicht bekannt von den Sahaba. Also das ist der Punkt, worum es hier geht. Dass es also gewisse Ad'iyya, Bid'iyya gibt, dass es gewisse Bittgebete gibt, die verboten sind, die nicht erlaubt sind. Und ich habe mich dann mit ihm etwas unterhalten, habe gemerkt, dass er eigentlich das Konzept, was wir haben, gar nicht versteht und dass er, oder beziehungsweise, dass er einfach falsche Vorstellungen davon hat, was wir glauben, was wir denken. Und ich habe dann auch gemerkt, dass alle Argumente, die er für seine Bidda-Dua gebracht hat, eigentlich keine Argumente für ihn sind. Und er hat mir später dann auch ein Buch zukommen lassen, was diese Arten von Bidda-Dua, Bidda-Bittgebeten, erneuten Bittgebeten, heiligen Verehrung, verteidigt. Und ich habe gemerkt, dass es drei Kategorien von Argumenten gibt, die sie benutzen. Die ersten Argumente sind falsche Hadithe. Das heißt, dass Hadithe benutzt werden, die schwach sind, beziehungsweise erfunden sind, keine Authentizität haben. Das zweite, dass man mit Beweisen kommt, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja, zum Beispiel, ja, dass jemand das Grab besuchen geht. Ja, wir haben nicht gesagt, dass man das Grab nicht besuchen geht. Es geht gar nicht darum, ob man das Grab des Propheten besuchen darf. Es geht darum, ob man das Grab des Propheten, ob man den Propheten darum bitten darf, für einen etwas zu tun, wenn er im Grab liegt. Die dritte Sache ist, dass es falsche Logik, Konzepte und Analogieschlüsse gibt. Und darüber wollte ich heute reden. Das heißt, das Thema ist die falsche Logik der Totenanbeter, habe ich das genannt. Und ich habe hier sechs Hauptargumente aufgezählt, beziehungsweise Hauptscheinargumente. Das erste ist, dass man einen falschen Analogieschluss wählt, nämlich wenn es einen Vermittler in der Botschaft gibt, also der Prophet ist der Vermittler in der Botschaft zwischen uns und Allah, da muss es auch einen Vermittler in der Ibadah geben. Das zweite, also das wird behauptet. Das zweite ist, dass der zweite falsche Analogieschluss, dass man sagt, ja, oder falsche Logik, schau mal, wenn du zu einem König gehen willst oder zu einem Präsidenten, dann kannst du auch nicht direkt zum Präsidenten gehen, sondern du musst erstmal zu dem Minister gehen und der Minister bringt dich dann zu dem König oder zu dem Präsidenten. Das dritte ist, dass man sagt, die Propheten leben im Grab. Das stimmt, die Propheten leben auch auf eine Art und Weise im Grab, was aber nicht bedeutet, dass man sie darum bitten darf,
für einen Dua zu machen, weil dieses Leben im Grab der Propheten ein anderes Leben ist als das Leben der Dunya. Das vierte Argument ist, dass der ein oder andere erzählt: Ja, weißt du, ich bin an das Grab von dem so und so gegangen und habe den darum gebeten, für mich Allah zu bitten, oder habe den Toten darum gebeten, mir etwas zu geben. Und tatsächlich, das, was ich erbeten habe, das ist tatsächlich eingetroffen. Fünfte Sache ist, dass man sagt: Guck mal, wie viele das machen. Guck mal, ich komme aus dem Land XY und da gibt es so viele, die gehen zu dem Grab von XY und bitten denen um dieses und jenes. Die können doch nicht alle falsch sein. Das sechste ist, dass gesagt wird: Der Schirk in der Anbetung gäbe es, also Polytheismus in der Anbetung, das gäbe es nur bei Götzen. Ja, so. Und ich möchte auf diese Punkte kurz eingehen. Ja. Und nochmal dazu, es geht also hier nicht darum, ob man Gräber besuchen darf. Es geht nicht darum, ob man sprechen darf mit dem Toten. Es geht nicht darum, ob man den Toten grüßen darf. Es geht nicht darum, ob man einen Lebendigen um Dua bitten darf. Einen Lebendigen, der im diesseitigen Leben, das ist im Leben der Dunya lebt, dass ich zu ihm sage: Mach Dua für mich, dass Allah mir dieses und jenes gibt. Es geht darum, ob ich jemanden, der tot ist, darum bitten darf, Dua für mich zu machen. Ob ich jemanden, der tot ist, direkt um etwas bitten darf. O du so und so, rette mich. O du so und so, gebe mir dieses und jenes. Einen Toten oder einen Abwesenden. So. Und erstmal muss man hier eine Sache aufzählen, nämlich, dass das die Dua eine Ibadah ist. Die Dua, das Bittgebet, ist eine Ibadah. Und die Ibadah darf nur Allah gewidmet werden. Und eine Ibadah, jemand anders zu widmen außer Allah, ist eine Form des Schirks. Allah sagt in Sure 4, Vers 36: Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Dient Allah und gesellt ihm niemand bei. So. Die Dua ist eine Ibadah, den Beweis dafür findet man zum Beispiel in Sure 19, Vers 48 und 49, in Sure 46, Vers 5 und 6, in Sure 72, Vers 20. Und in Sunan Abi Dawud Hadith Nummer 1479. Das nur ganz kurz hierzu aufgezählt. Ihr könnt es selber nachschlagen, dann werdet ihr es finden. Ich zähle jetzt beispielsweise steht in Sure 72, das ist Sure Jin, Vers 20: Kul inna ma'at'u Rabbi wa la ushriku bi ahada. Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und ich geselle ihm niemand bei. Das heißt, was steht der Dua Allah gegenüber? Der Schirk, der Polytheismus. Das heißt, wenn man die Dua jemand anders widmet außer Allah, dann ist das Schirk. In Sunan Abi Dawud, Hadith Nummer 1479, sagt der Prophet: Ad-Dua huwa al-Ibada. Die Dua ist die Ibada. So, jetzt gehe ich kurz auf diese Punkte ein. So, der Qiyas, der benutzt wird, der falsche Analogieschluss, dass man, wenn man einen Vermittler in der Risala braucht, dass man dann auch einen Vermittler in der Ibadah braucht. Und hier muss man erstmal erwähnen, dass diese Art von Qiyas genau das ist, wie der Satan in die Irre gegangen ist. Ja? Weil der Satan hat gesagt: Ja, guck mal, ich bin aus Feuer erschaffen und der ist aus Erde erschaffen worden, also mache ich kein Sujud zu ihm. So, wenn es einen klaren Beweis gibt von Allah, dass man ihm alleine die Dua widmen soll, da kann man nicht sagen: Ja, ich habe einen anderen Analogieschluss. Ja. Und wir sehen zum Beispiel die Christen, wie sie in die Irre gegangen sind durch falsche Analogieschlüsse. Zum Beispiel wird bei ihnen gesagt: Ja, ins Paradies kann nur derjenige kommen, der rein ist. Und deswegen braucht man ein reines Opfer. Und das reine Opfer kann nur Gott selber sein. Also ist Jesus Gott, der als Mensch auf die Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Natürlich völliger falscher Analogieschluss, völlig falsch. Ja? Oder dass gesagt wird: Ja, von selber aus kann man nicht ins Paradies gehen, also kann Gott sich nur selber opfern, etc. Ja? Bei Hindus, sie versuchen auch zu argumentieren mit ihren verschiedenen Manifestationen Gottes, Shiva, Brahma, Vishnu und so weiter. Ja? Warum gibt es den, warum gibt es den, warum gibt es den? So. Selbst die Götzendiener haben versucht, mit ihrer Logik, mit falschen Analogieschlüssen, ihren Götzendienst als richtig zu befinden. Ja, wir brauchen ja einen hierfür, ja, wir brauchen ja einen dafür, ja, wir brauchen ja einen dafür. So. Und also das heißt, wir müssen nicht gucken, dass wir einen Analogieschluss machen.
Insbesondere nicht, wenn wir klare Beweise vom Koran haben, dass man Allah alleine anbeten soll. Denn Allah wünscht es, dass wir ihn alleine anbeten. Er sagt zum Beispiel in Sure 40, Vers 60, Kul innama ad'u Rabbi, da sagt er in Sure 40, Vers 60, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Euer Herr sagt, mach Dua zu mir und ich werde euch antworten. Allah sagt in Sure 2, Vers 186, Wa idha sa'alaka ibadi anhi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. So, falsche Logik. Nummer zwei ist, dass die Propheten leben im Grab. So, hier kann man erstmal sagen, ja, wir sagen, die Propheten leben im Grab. Und das Leben im Grab der Propheten, das heißt das Barsachleben, ist sogar noch vollständiger als das Leben im Diesseits. Aber ist das ein Hayya Dunyawiya, ein diesseitiges Leben, oder ist das ein Hayya Barzakhia? So. Gucken wir mal. Ich habe einfach mal einige Unterschiede hier aufgezählt, die ziemlich klar und deutlich sind. Erstens, wenn das Leben des Propheten oder der Propheten im Jenseits genauso ist wie das Leben im Diesseits, warum sind sie unter der Erde? Das ist eine andere Form von Leben. Zweitens, warum geben sie keine Fatwas mehr? Nachdem der Prophet a.s. gestorben ist, es gab so viele Probleme in der Umma. Wer wird der Nachfolger? Wer wird dieses, wer jenes? Warum ist keiner zum Grab gegangen, hat darum gebeten, eine Fatwa zu bekommen? Punkt Nummer drei. Ja, das auch. Warum sind die Sahaba nicht zum Propheten gegangen? Warum sind die Sahaba nicht zum Propheten gegangen, um ein Bittgebet gemacht zu bekommen? Insbesondere nach dem Tod des Propheten, zum Beispiel im Bukhari, Hadith Nummer 1010, da wird erwähnt, dass es eine Dürre gab zur Zeit des Propheten und ein Mann kam und hat darum gebeten, dass der Prophet um Regen bittet, im Salatul Jumma. Hunderte Sahaba dabei, der Prophet macht das Bittgebet und es fängt an zu regnen, zu schütten. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Freitag, bis zum darauffolgenden Freitag. Und dann kommt derselbe Mann wieder und sagt, die Wege gehen kaputt, alles geht kaputt, zu viel Regen. Dann macht der Prophet, hebt wieder seine Hände und er sagt, um uns herum. Also, dass Allah es um Medina herum regnen lassen soll. Und die Wolken gehen auf und es fängt sofort an, um sie herum zu regnen. Zur Zeit von Umar al-Khattab gab es wieder eine Dürre. Umar al-Khattab, wann kam er an die Macht? Abu Bakr war nur 2 Jahre und 4 Monate, circa 2 Jahre und 4 Monate an der Macht. Danach kam Umar al-Khattab. In der Zeit von Umar al-Khattab gab es wieder eine Dürre. Das heißt, hunderte der Sahaba, die dabei gewesen sind, die diese Situation mitbekommen haben, wo der Prophet auf der Minbar steht und seine Hände in den Himmel hebt und sagt, oh Allah, lass es regnen, ja, sind jetzt wieder da und erleben wieder eine Dürre. Warum ist kein einziger dieser Sahaba, der die Religion besser versteht als wir, einfach nur 10 Meter, 20 Meter nach links gegangen, weil die Minbar ist nicht viel weiter entfernt vom Grab als vielleicht 10, 20 Meter, hat gesagt, o Gesandter Allahs, bitte Allah für uns, dass es anfängt zu regnen. Warum hat das keiner gemacht? Ganz einfach, weil sie wussten, dass das nicht erlaubt ist, dass man nur eine lebendige Person um Dua bittet. Ja? Dann, die nächste Sache ist zum Beispiel der Shahid. Der Shahid, der Märtyrer, hat auch ein Hayat Dunyawiya und Hayat Barzakhia. So, wenn er noch lebt, ja, so, wenn das Leben im Jenseits, im Grab genauso wäre, warum vererbt er dann Dinge? Warum dürfen seine Frauen danach einen anderen Mann heiraten, wenn er doch genauso lebt wie vorher? Dann, warum verwest auch der Shahid? Denn es gibt keinen hundertprozentigen Beweis, dass der Shahid nicht verwest. Es gibt einige Beispiele davon, dass es Shuhada gibt, die nicht verwest sind, ihre Körper. Das heißt aber nicht, dass alle Shuhada, alle Märtyrer nicht verwesen. So. Dann wird beispielsweise noch erwähnt, ja, dass in Sahih Muslim, Hadith Nummer 2375, dass der Prophet sagte: Ich bin am Grab von Musa vorbeigegangen, ja, und er hat im Grab gebetet. Er hat im Grab gebetet. Ja. Aber warum hat der Prophet a.s. nicht gesagt zu seinen Gefährten, wenn ich gestorben bin, dann kommt und betet an meinem Grab, dass ich für euch Dua mache?
Gibt es nicht. So, nächste Sache. Hören der Schritte im Grab. Es wird überliefert in authentischen Ahadith, dass der Tote in dem Moment, wo die Angehörigen vom Grab weggehen, dass er ihre Schritte hören kann. Ja, das heißt aber nicht, dass man ihn um etwas bitten darf, weil dann hätten die Sahaba das gemacht. Das heißt, es ist kein Beweis, sondern das ist eine Art von Ermahnung für uns. Nächste Sache ist, ja, dass der Prophet, das in Sunan Abi Dawud, Hadith Nummer 2041, gesagt hat, es gibt keinen von euch, der mir den Salam gibt, außer dass Allah, ja, mir diesen Salam überbringt und ich den Salam zurückgebe. Ja, das heißt, wenn jemand sallallahu alaihi, den Salam dem Propheten übergibt, zum Beispiel am Grab, er wird zurückgegrüßt. Das ist ein Hadith. Aber wenn man genau aufpasst, ist hier in diesem Hadith nicht vorhanden, warum hat der Prophet nicht gesagt, wenn ihr ein Problem habt, dann kommt zu mir und bittet mich um eure Angelegenheiten. Das hat er nicht gesagt. Das heißt, wir sehen hier, dass es keinen einzigen authentischen Beweis gibt. Dann die falsche Logik Nummer 3. Die Dua wurde erhört. Dann wird gesagt, ja, es gibt diesen und jene Person. Ich bin zum Grab gegangen und habe den Toten um dieses und jenes gebeten und tatsächlich ist es in Erfüllung gegangen. Man übersieht hier nur, dass dasselbe auch die Christen sagen. Der Christ sagt, ich habe zu Maria gebetet, ich habe zum Petrus gebetet, ich habe zu dem gebetet, zum heiligen Christopher und das Bittgebet ist in Erfüllung gegangen. Würde So, was ist der Grund hierfür? Hier ist einfach der Qadar von Allah, hier hat der Qadar von Allah zusammen übereingestimmt mit dem, was man, worum man gebeten hat. Mit dem, worum man gebeten hat. Zum Beispiel, du wolltest gesund werden. Jetzt gehst du zum Grab von dem und dem, oder ein Christ geht jetzt zu Maria und sagt, oh Maria, mache, dass ich heil werde. Und er wird auf einmal gesund. Heißt das jetzt, dass Maria ihn gesund gemacht hat oder Maria Gott darum gebeten hat, ja, also Mariam, darum gebeten hat, dass er gesund wird? Nein, es heißt, dass Allah wollte, dass er wieder gesund wird. Es hätte auch sein können, dass er gar nicht betet und wieder gesund wird. So. Dann ein anderer Fall ist, dass manchmal Leute krank sind, weil sie von einem Djinn besessen sind. Dass ein Djinn einen Einfluss hat auf die Gesundheit des Menschen. Und in dem Moment, wo man Schirk begeht, geht der Djinn aus einem raus, man wird wieder gesund, man hat diese zum Beispiel psychischen Probleme nicht mehr und dann fängt man an, den anderen zu erzählen, hey, weißt du was, wenn du ein Problem hast, dann geh zum Grab von dem und dem und schlachte dort ein Schaf oder mach Bittgebet zu dem und dem und dann gehen deine Probleme weg. Und was passiert dadurch? Dadurch wird noch er dazu eingeladen, dass man andere neben Allah anbetet. Würden die Bittgebete von Leuten nicht mit dem übereinstimmen, oder hätten die Leute hunderte von Jahren beispielsweise zu einer bestimmten Götze gebetet und es wäre nie ein Bittgebet oder es wäre nie der Wunsch in Erfüllung gegangen, den sie hatten, nicht durch die Götze, sondern weil es einfach mit dem Qadar, mit der Vorherbestimmung von Allah übereinstimmt, dann hätten sie aufgehört, diese Götze anzubeten. Aber es ist immer so, auch derjenige, der den Baum anbetet, der geht irgendwann zum Baum und sagt, oh lieber Baum, mache bitte, dass meine Pickel von der Nase weggehen. Dann geht der Pickel auf einmal weg, aber nicht, weil der Baum das Bittgebet erhört hat oder das Bittgebet beantwortet hat oder das erfüllt hat, sondern weil der Qadr von Allah einfach war, dass dieser Pickel weggehen soll. Man soll sich nicht auf irgendwelche Erfahrungen stützen, sondern man sollte sich in erster Linie auf die Offenbarung stützen. Auf die Offenbarung stützen, nicht auf die Erfahrungen stützen. So, dann. Das nächste ist, das fünfte Argument ist, Argumentation mit der Anzahl. Ja, guck mal, es gibt doch so viele Leute, die das und das machen. Das können doch nicht alle falsch sein. Doch, die können alle falsch sein. Wenn es um die Anzahl ging, dann wären die Christen die stärkste Religion, weil die meisten Menschen auf der Welt Christen sind. Aber jeder Muslim weiß, dass die Christen Kuffer begehen, wenn sie sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا in Sura 18. Und diejenigen zu warnen, die sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Das ist eine Form des Schirks, Allah einen Sohn zuzuschreiben. Dann,
In Sure 5, Vers 16 oder 5, Vers 17. Laqad kafara alladhina qalu inna Allahu al-Masih ibn Maryam. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Es gibt so viele falsche Religionen, die können auch sagen, ja, guck mal, wie viele Buddhisten es gibt. Guck mal, wie viele Hindus es gibt in Indien, die können doch nicht alle falsch sein. Wir sagen, diejenigen, die das machen, können alle falsch sein. Wir müssen uns nicht auf die Anzahl konzentrieren, sondern auf die Offenbarung konzentrieren. Allah sagt in Sure 12, Vers 106, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten Menschen werden, selbst wenn du dich bemühst, keine Gläubigen sein. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, in Sure 12, Vers 103 und Sure 12, Vers 106 ist, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten glauben nicht an Allah, ohne dass sie dabei Mushrikun sind. Lest euch einfach die Verse, Sure 12, Vers 110 bis 100, bis zum letzten Vers durch und ihr werdet das sehen. Und dann sieht man ganz klar, ja, dass diese Argumentation mit der Anzahl absolut falsch ist. Dann gibt es andere, die behaupten, der Schirk wäre nur auf die Götzen beschränkt. Das ist falsch. Wir sehen beispielsweise im Koran, dass die Anbetung der Engel, der Anbetung der Salihin und die Anbetung der Propheten alles eine Form des Schirks ist. So sehen wir zum Beispiel in Sure 5, Vers 116, وَإِذْ قَالَ رَبَّ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und wenn Allah zum Isa, also zu Isa sagen wird, hast du gesagt zu den Menschen, nimm mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah. Und er wird sagen, Subhanak, qala Subhanak, مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Und Isa wird sagen, gepriesen seist du. Ich darf nur das sagen, mir gebührt nicht, das zu sagen, außer was die Wahrheit ist. Und hätte ich es gesagt, du würdest wissen. Ja, das heißt, Isa hat das nicht gesagt. So, jetzt die Christen, sagen die Christen, dass Maria eine Göttin ist? Eine Göttin, das heißt zur Trinität gehört? Nein, sondern sie sagen, ein großer Teil der Christen, zum Beispiel die Katholiken, sagen, man darf ihr Dua widmen. Sie ist eine Fürsprecherin. Das heißt, Allah bezeichnet hier, jemanden zum Fürsprecher anzubeten, eine Dua zu widmen, als was? Dass es ein Ilah ist für ihn. Weil man ihm eine gottliche Tat widmet. Und das ist übrigens auch das, warum die Mushrikun die Götzen angebetet haben. So finden wir zum Beispiel in Sure 10, Vers 18, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءَنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sie dienen ihm Allah, was ihnen weder nützt noch schadet, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, dies sind unsere Fürsprecher bei Allah. Oder in Sure 39, Vers 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und diejenigen, die sich neben Allah Schutzfreunde nehmen, sie sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns was? Allah näher bringen. Das ist genau das, was heute einige irregegangene Muslime sagen. Sie sagen, wir bitten, wir machen die Dua nur, damit diese Person für uns ein Schafir ist, ein Fürsprecher ist und uns Allah näher bringt. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Argumente. Hier bin ich erstmal auf die ersten Argumente eingegangen. Kurz und bündig. Wenn es noch Fragen dazu gibt, kann man uns gerne kontaktieren. Und wir machen das nicht, um irgendjemanden zu beleidigen oder irgendjemanden zu beschimpfen, sondern um die richtige Akida zu verbreiten. Die richtige Akida ist nämlich wichtig, dass wir stark werden im Glauben. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.